Tag 1 und die Tour startet vor dem eigentlichen Start, denn man muss die Taschen selber zum LKW bringen. Vor dem Start geht schon los mit der ganzen Action. Wer bist du denn? Ich werde die meisten kennen. Ja, ich bin der Henry und ich bin so bekloppt, dass ich von der ersten Transalp die CGA ab 1998 bis jetzt immer wieder hier mitfahre. Also eigentlich, so schlimm kann es nicht sein. Perfekt, fast so wie du, oder? Oh, fast, aber nur fast. Aber ich freue mich riesig, echt. So spannend wieder und oh, mein Herz klopft wie immer. Es gibt hier nämlich ganz viele Wiederholungstäter, die man jedes Jahr wieder sieht. Und das bedeutet, das Rennen ist wirklich cool und deswegen lohnt es sich jetzt auch zuzuschauen. Langsam füllen sich die Startblöcke. Jetzt sind noch 20 Minuten bis zum Start. Und ihr seht, hinter uns ist schon einiges los. Bald geht's los. Freust du dich? Voll, schau mal, wer da kommt. Der Frank. Wieder in der Tracht natürlich. Freust du dich? Ja, freilich. Ja, freilich. Gut so. Freilich. Und das ist übrigens der Jan. Der hat den Startplatz gewonnen. Wir durften ja zu Weihnachten einen Startplatz verlosen. Er ist zum ersten Mal dabei bei der Transalp. Bist du schon aufgeregt? Mega. Aber ich habe ja professionelle Begleitung. Von daher bin ich mir sicher, dass der Berg hochgezogen wird. Der wird uns wahrscheinlich davonfahren, nehme ich an. Das wäre meine Prognose. Aber wir werden sehen. Ich bin die Julia und ich mache die Startblock-Einteilung. Wie oft bist du schon dabei? Meine 17. Transalp. Deine 17. Wow, nicht schlecht. Es wird ernster und ernster noch ein paar Minuten. Ernster und ernster. 4, 3, 2, 1. Es geht los, aber uns betrifft es noch gar nicht. Weil da ist eben ein bisschen ein Abstand zwischen den Gruppen, dass sich nicht gleich alles staut in der ersten Kurve. Und dann ging es auch für uns los und da wurde gleich mal ordentlich in die Pedale getreten. Gute und sichere Fahrt und einen wunderschönen Freitag. Genießt es. Wir sind in Kinder. Nachdem erstmal alle Vollgas losgeschossen sind, sind wir im ersten Stau angekommen. Immer wieder bekannte Gesichter. Hey, hau rein, ganz viel Spaß. Ihr habt letztes Jahr, habt ihr überhaupt gewonnen? Zweite. Den zweiten Platz belegt. Teamwertung all over. Und heuer muss ich Einzel fahren, weil die Partner leider ausgefallen sind. Aber ich lasse jetzt mal ziehen, weil sie ist schnell. Ganz viel Spaß dir auf jeden Fall. Ja, auch viel Spaß. Der erste Uphill sind zwar in Anführungszeichen nur 800 Höhenmeter. Dann geht es gleich in den coolen Trail. Aber die haben es in sich. Ja. Ich wollte gerade sagen, wo ich vor drei Jahren schon mal mitgefahren bin, da war die Musik ein bisschen fetziger. Kommt schon noch. Schön ist es, auf der Welt zu sein. Wie cool! Die ersten Meter. Jungs, wie geht's euch? Everything okay? Läuft. Da sind sie wieder. Die Band Babies bei der Arbeit. Oh ja. Oh ja. Aber du bist immer das Highlight. Ah ja. Danke, danke. Ich mag euch schon auch sehr. Ganz schön. Frank kommt auch. Wer bist du? Auch ein Frank. Sehr gut. Noch ein Frank. Und wer bist du? Carolina. Hallo. Und hier seht ihr mal, warum ich schneller bin als meine Männer. Die haben immer noch Energie für sowas. Jetzt musst du erzählen, warum du dabei bist. Ich schon vorher immer Marathon gefahren und das jetzt als Herausforderung gesehen habe. Aha. Wie alt? 18. Die erste Stunde haben wir hinter uns und jetzt haben wir auch schon ein bisschen Aussicht bekommen. Noch ein alter Bekannter. Diesmal bist du fit, oder? Bitte? Fit bist. Ja. Schaut mal, ich habe sogar Abonnenten auf der Strecke. Vielen Dank. Super. Cool, wie viel Höhenmeter ist Petra voraus? Boah, die ist ziemlich voraus. Ziemlich? Boah. 20 Minuten, oder? Ja, mindestens. Mindestens 20 Minuten, Petra. Nicht schlecht. Bis hierhin. Das erste Paar, das war ein Wahnsinn. Aber jetzt schon ab in den Trail. Darauf war ich gar nicht vorbereitet. Aber ich habe nichts dagegen. Wenn das jetzt die ersten 800 waren, wäre das ja mega. So, ab in den Trail. Wuhuhu! Let's get! Coolio! Ja, das ist wirklich eine lässige Strecke. Genau richtig zum Bein gewöhnen im Endeffekt. Wow! Super geil!
Ja, seid mir dankbar dafür, dass ich euch jetzt mitnehme. Habe ich die genau vor mir. Aber ich werde es überleben. Ja, die erste Auffahrt war echt okay. Hätte ich mir fast schlimmer vorgestellt. Und der erste Trail ist wirklich edel. Nur irgendwie haben wir da ein paar Bremser vor. Naja, das verteilt sich auf den 7 Tagen dann schneller. Ja, da freuen sich dann sicher unsere Mechaniker. Ich glaube, die bremsen jetzt wirklich durch. Man soll nicht immer durchbremsen, mache ich auch nicht. Aber wenn leer gestanden als gefahren wird, muss man ja bremsen. Ich werde es echt, echt eine coole Strecke. So. Jetzt haben wir mal eine kurz freie Fahrt. Das genießt man natürlich. Iha, aber schon wieder vorbei. Ja, yeah, let's just go and push yeah, it up. Go for it. Achtung. Ja. Ja. Huhuhu. Endlich. Yep. Achtung. Jetzt haben wir ein bisschen freie Fahrt. Endlich, endlich, endlich. Und jetzt ist es auch echt lässig. Huhuhu. Und da ist der Trail zu Ende. Na, toll. Achtung, lass mich vorbei. Danke. So. Das war nett. Mögen wir. Danke. Hey. Wuhu. Ja, ein Fuß runter ist immer gut. Mann, Mann, Mann. Habt ihr es gehört, wie abfällig? Jetzt überholt uns die auch noch. Haben die eine Ahnung, wenn ich den freien Trail gehabt hätte. Aber wurscht. Jetzt geht's auch schon wieder hoch. Verdammt. Wie geht's euch? Absoluter Respekt. Hey, perfekt. Super Strecke. Perfekt. Ja. Ich glaube, das war er mit dem. Jetzt überholt uns die auch noch. Ja, du soll das heißen? Du bist ja so cool gekleidet. Ja, ja. Ist das deprimierend, wenn du so überholst. Na gut, na gut. Online sind die Leute immer netter. Das finde ich übrigens immer relativ mies, wenn man die anderen schon so sieht und weiß, wo man noch hin muss. Erste Abfahrt, erster Trail. Gut gegangen, oder? Einwandfrei. Einwandfrei, mega gut. Macht Laune. Jetzt passt mal auf, was ich euch gleich zeige. Mega Blick auf die Lienzer Dolomiten. Ich fahre mit dir mit. Nur zu. Jetzt haben wir sogar einen noch besseren Blick. Und jetzt kann man den Mountainbike-Charakter auch nicht mehr übersehen. Voll die liebe Durchfahrt. Da ist der Pfeil, da geht's weiter. Yeah, sowas ist natürlich immer super motivierend. Und jetzt noch besserer Blick. Was für eine geile Landschaft. Was die da machen, das kann ich doch schon lange. Die Burn Babies. In bester Kulisse, wo sonst? Die wissen, was schön ist. Ohne Helm. Für mich geht's jetzt aber runter, wie es ausschaut. Bin bereit. Leider geil. Ja, cool. Danke. Ah ja, willkommen im nächsten Stau.
V1 ist erreicht, nach ca. 1100 Höhenmeter. Und da sind wir. Hey! Ein paar bekannte Gesichter. Sehr cool. Ich hab schon gebildet. Das Kottchen ist auch wieder da. Ey, ich gehe auch wieder mit. Die ist in der 2. Ah, sehr gut, ja. Sehr gut. Ihr müsst nämlich wissen, es sind nicht alle da, die sonst immer da waren. Ah. Ich hoffe, ich bin richtig. Das ist ja mega. Auch wenn die Musik nicht dazu passt. Ja, ich war richtig. Die Strecke ging wirklich so genial durch dieses Gemäuer durch. Das ist echt ein relativ harter Uphill, aber auch wieder mit grandiosem Panorama. Und ich schwanke so zwischen, ja, das macht super Spaß und oh, ich mag nicht mehr. Aber ich glaube, das gehört hier auch einfach dazu. Schaut mal, wen ich noch hab, nach ca. 1300-1400 Höhenmeter, irgend sowas. Das waren da ist er noch. 3000 Höhenmeter, oder? Ja, mindestens. Fühlen tut sich jedenfalls so an. Aber schön, oder? Hier geht es jetzt erstmal entlang. Mega Panorama immer noch. Leichter Wind, super fein und ich kann euch nur raten, checkt euer Equipment vor Start der Transalp. Bei mir kommt nämlich Wasser raus ohne Ende. Ich muss jedes Mal zuschrauben und es geht nur mit zwei Händen. Nervt. Mal sehen, ob ich heute irgendwo ein neues Sackerl kaufen kann. Da grinst mich gerade einer an in meiner Lieblingsfarbe. Ja. Erzähl uns was. Nee, ist super. Wir fahren entspannt den Berg hoch. Aha. Hier ist Stimmung. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich da drüben so gut ankomme. Yes, die Jungs sind unterwegs. Wo bleibt der zweite? Am liebsten würde ich tauschen. Es ist eh viel zu warm. Rettung ist nah. Yes. Bitte, bitte. Mehr. Top. Oh, danke. Oh, geil, geil, geil. Dankeschön. Puh, gut was. Fertig. Ach was. Ab geht's. Wir schaffen das. Wir müssen Tag 1 von 7 und so. Die Bodenwald. Eli. Jetzt leider schon wieder bergauf. Ich habe leider den Start verpasst zu filmen. Aber gut. Ja, auch sowas ist Bike Transalp. Leider geil. Hier geht es echt über 20 Kilometer oder so. Wie verrückt auf und ab. Aber es ist einfach malerisch schön. Also definitiv bisher eine richtig coole Etappe. Langsam die Pustertaler Höhenstraße runter. Schaut nicht so schlecht aus. Danke. Das war ein Kübel Wasser. 33 Grad. Übel. Die ersten Krämpfe schon mal gehabt. Bin gespannt, ob es morgen so weitergeht. Frank, wie geht's dir? Gut. Perfekt. Petra ist nicht in Sichtweite. Heute ist es echt, echt warm. Und ich bin hier nicht die Erste am Brüllen, aber wahrscheinlich auch nicht die Letzte. Wir sind im finalen Anstieg. Der ist echt hart. Jetzt kommt dann noch die Verpflegung 2. Dann sind es noch 600. Aber es sind jetzt am Stück so gute 1000, würde ich sagen. Panorama gut, aber hart. V2. Schreilig. Er sagt gerade, das sah auf YouTube einfacher aus. Kennst du unsere Videos etwa? Ja. Und jetzt erste Teilnahme, oder wie? Ja, genau. Gefällt's dir? Naja, spätestens im Ziel hat es noch jedem gefallen, glaube ich. Nee, wir sind aus Kalifornien angereist. Wow. Vor 2,5 Wochen. Wir hatten dann Covid. Ach, herrje. Und jetzt, ja. Ist hart. Kaum zu glauben, aber ich bin immer noch oder wieder auf Höhe von Jan. Ich glaube, der bereut schon, dass er beim Gewinnspiel mitgemacht hat. Ja. Aber bald erreichen wir das Ziel oder erstmal die letzte Abfahrt. Und ich glaube, dann weiß er wieder, warum er dabei ist. Na, lachen kann er noch. Nicht so schlecht. Wetter spielt mit. Trupp ist hinter mir. Alles Windschattenfahrer.
Passt. Platz frei. Achso, nach links, okay. Ja, ich bin schon ganz klar. Ja. Auch die Rescues sind natürlich wieder voll am Start. Das ist einfach super lässig hier, die Stimmung ist so gut und das macht die Veranstaltung einfach aus. Noch in etwa, ich weiß es nicht, 150 Höhenmeter oder so, dieses Panorama. Und mittlerweile bin ich so im Art Draußenzustand, also geht schon wieder. Vor mir fährt Holger Ingo Friedrich, wenn ich es richtig lese. Holger, erzähl was. Du bist live. Hast du noch Saft? Ja. Runter geht's. Jetzt dürfen wir nur noch einen ganz kleinen Stich haben und dann runter. Schaut mal, wie geil das hier einfach aussieht mit dem See. Zeitnahme zu Ende. Danke. Mit Blick auf die Burg geht es jetzt nach Siljan runter. Die heißt übrigens Burg Heinfels. Das habe ich gerade gelesen. Bist du ein Pferd, die? Juhu, Tag 1 überstanden. Danke. Juhu, Siljan. Erste Etappe geschafft. Petra Zeller aus Wörkel. Glückwunsch, Petra. Danke. Also, unser Kompliment für eine tolle erste Etappe. Das Beste an der Etappe ist dann, wenn man sein Radl wieder abgeben kann. Jetzt geht's ab zum Service. Hat aber alles gepasst. Ein Glück. Du lachst so. Ja? Gut gelaufen bei dir? Ja, und dir? Sehr gut, bei mir auch. Jetzt gibt's noch die Daily Bag, dann gibt's auch wieder normale Anziehsachen. Hallo, hallo. Und ich hoffe natürlich, es wird auch wieder gewaschen. Das werden wir jetzt auch noch gleich rausfinden. Das ist gar nicht die eigentliche Zielverpflegung vom Dorf, aber jetzt gibt's Würstel, Saft und was zum Trinken. Hier ist jetzt auch die große Zielverpflegung. Alle ganz schön happy, die da sind, würde ich sagen. Die sind schon am Essen. Und jetzt schauen wir mal hoch. Geschafft? Ja, hat schon gepasst. Bravo. Bei dir? Ja, Kollege, zum Mondfreien. Da seht ihr mal, wie verzweifelt ich schon bin. Jedes Doping wird genutzt. Bio-Doping, das ist Bio-Doping, gute Kohlenhydrate, das lädt super gut auf. Wir sind ja seit 2009 das erste Mal Transalp und seitdem dabei. Und jetzt machen wir noch Fußbäder durch. Verzweifelt. Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht, obwohl ich schon 8 Transalps gefahren bin. Das aktiviert die Haut als Entsäuerungsorgan. Ne, gerade an Füßen haben wir 90.000 Schweißdrüsen und unwahrscheinlich viele in Kniekehlen, deswegen nehme ich die Knie immer noch ganz gerne mit. Und dann schön die Füßchen runter, Salz unten rein. 90.000 Schweißdrüsen an den Füßen, Kniekehlen sehr reich und die aktiviert das basische Salz sehr schön zum Entsäuern und zum Regenerieren. Spür die Woche mal rein, deswegen sind wir hier, seit Jahren. Weil man kann viel erzählen, aber man muss es gespürt haben. Vielen Dank. Ja. Ich spüre rein, morgen sehen wir, ob es besser geht. Jan dope nämlich auch, der war heute gleich schnell wie ich. Und naja, du warst schneller zum Schluss raus, sagen wir es so. Und dann schauen wir mal, ob ich morgen zum Schluss noch schneller bin. Weil du das ja auch machst, gell? Ja. Aber Frauen regenerieren ein bisschen besser. Da habe ich natürlich schon mehr Kenntnisse, weil ich das Produkt schon lange daheim auch nutze zum Regenerieren. Aber ich bin ja auch ein bisschen älter. Stimmt, stimmt. Sieht man aber gerade nicht da. Scheiße. Vielen Dank für deinen Channel. Meine Frau hat so verstanden, warum ich unbedingt hierher muss. Da sind sie auch. Wie war's? Super. Ja, wie super? Ah, scheiße. Gute los, aber neu. Sehr gut. Was? Wir sind wenig gefahren, fast. Wie, wir sind wenig gefahren? Wir sind wenig gefahren heute. Ich hatte Krämpfe sogar. Echt? Ja, das erste Mal, nicht nur eine. Boah, ich hatte noch nie Krämpfe. Und heute auch nicht. Du musst da zum Salzbad. Ich war schon auch verzweifelt. Du hörst dich ja richtig verkühlt an. Ja, was soll ich machen? Ich habe keine Stimme mehr. Aber ich war schnell. Sehr gut. Es ist eine Erkältung, deswegen ist es kein Problem. Jetzt ist mein Radl im Service.
Und auch schon fertig. Perfekt, dann kann ich ab ins Hotel mit dem Rad. Mal zu Fuß gehen, tun nur Brieftauben. Am Rad liegt sich. Was das jetzt heißen soll, will ich lieber gar nicht wissen. Ich bin an der Saftbar bei der Saftfee gelandet. Ist schon sehr, sehr gut hier, oder? Vielen, vielen Dank. Und jedes Mal wieder aufs Neueste. Freuen wir uns, wenn wir euch sehen. Das freut uns auch. Das ist echt mega gut. Vielen, vielen Dank. Ein bekanntes Gesicht, das gibt's ja wohl nicht. Guten Tag. Doch. Alles fit? Schaut mal, wen ich noch beim Fußbaden getroffen habe. Marc Schneider, den Streckenchef. Oder? Hi. Danke an den Roland, den Schura. Das tut so gut. Also nicht nur, wenn man Rennen gefahren ist, auch mal so, wenn man Auto mitgefahren ist am heißen Tag, Fußbad. Hammer. Macht mir zu Hause auch. Lohnt sich. Sehr gut. Und bist du zufrieden mit der ersten Etappe? Alles ja, gut, ja, war klar. Durch die Hitze wurde es halt noch mal anspruchsvoller. Wie angedeutet, wenig Kilometer, viele Höhenmeter. Das ist ganz klar, kein Geplänkel drin, immer nur arbeiten. Geil. Aber Petra hat es geschafft. Ja. Respekt an alle. Es war ein richtig heißer Tag. Und haut euch genug Elektrolyte heute Abend rein, dass die Elektrolytspeicher wieder gefüllt sind. Und morgen geht's weiter. So ist es.